Und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video von mir, El Toro! Mal wieder habe ich eine kleine Challenge für euch. Schafft ihr es, in 3 Sekunden zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen nach oben da zu lassen? Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Hashtag The Beast Free. Also dann kommt mal wieder als erstes ein kleiner Witz vom Herr Kumpel. Wenn's mir im Magen gärt, der Arsch gewaltig rausfährt. So, das war der Witz. Vor heute. Und wir fangen direkt an mit dem Video. Ja, also mir gefällt es eigentlich nicht so im Krankenhaus. Ich mag es lieber, wenn wir zu Hause sind. Ich weiß doch, aber das hast du dir selber eingebrockt. Dieses blöde Biest, ich hasse es. Also dann, wir warten erstmal, bis der Arzt kommt. Hey, meine liebe Welt, Damen und Herren. Ach ja, Sie haben keine Herren. Ja, Sie haben... Es ist nichts weiteres passiert. Der Verband kam erstmal. So. Jetzt ist der Verband auch weg und wir entlassen sie erstmal vom Krankenhaus. Ja, also, ja, ich muss jetzt leider gehen. Das Geschäft ruft und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. So, mein Spatz, dann gucken wir mal, wohin wir gehen, oder? Ja. Aber warte, ich glaube, mein Telefon klingelt. Ja, hallo. Ja, wir wollen ein neues Geschäft errichten. Ja, wir wissen, dass es sehr teuer ist. Wie viel kostet es denn ungefähr? 432.999. Oh, das ist ja und 62 Cent. Hey. Können wir das mit den Cent weglassen? Hm? Okay. Wir grübeln mal nach, okay? Und wie wäre dann das Geschäft ungefähr? Würde das schön aussehen oder braucht man da noch Renovierungsarbeiten? Es ist voll mit Müll. Okay. Dann möchte ich es aber für, sagen wir mal, 25.000 Euro. Doch, aber wir wollen es einfach. Wir hätten nicht so viel Geld. Ist mir scheißegal. Okay. Ja, dann kommen wir mal wieder, wenn wir Kohle haben. Tschüss. Ich mach dir einen Vorschlag. Ja? Wenn du mir 50% von deinem Umsatz gibst, dann machen wir es für 3 Cent. Dann machen wir es mit 5% Umsatz und Sie kriegen zu 25.000. 49. 49.000 und Sie kriegen 5% Umsatz. Ja. Okay, dann machen wir es. Tschüss mit Küsschen. Ach ja, ist ja ganz schön teuer, oder? Ja, oh, ich glaube, das Telefon klingelt. Ja, hallo. Was ist denn? Deine Tante ist gestorben. Sie sind irgendwie genauso verrückt wie der Arzt. Ich weiß auch nicht. Sind Sie verwandt? Ja. okay. Dann kann es deswegen sein. Aber meine Tante ist tot. Scheißegal. Ich hab versagt. Oh nein, wann ist denn die Beerdigung?
zu spät. Die Kinder raus im Garten. Aha, also sie haben sie noch nicht beerdigt. Es ist, am 24.08.2018? Yes. Okay, wir kommen dann. Es wurde der 24.08.2018 und leider kam die Beerdigung. Was machst du? Jetzt kommt der Kirchenchor. Pump up the gym. Pump it up. Die Pumpe da. Ja, wir sind hier versammelt. Um die Alte zu verscharren. Gucke, dass er unten bleibt. Sprechen Sie doch nicht so mit meiner Tante. Ist Zeit. Okay. Verbrennen wir billiger. Ja, wir wissen, dass es billiger ist, aber das Verbrennen kostet ja eh nur. Wie viel kostet es eigentlich nochmal? Gratis. Ein Streichholz. Und das Beerdigen nochmal? 2.000. Ah, okay, das geht klar. Gibt es denn, also, ja, ja, okay. Ich glaube, für meine Tochter ist das nichts, wir gehen lieber. Ciao. Macht gut, komm wieder. Es klingelt ja schon wieder, wer ist das denn jetzt schon wieder? Warte, vielleicht ist es ja einer vom, wie heißt es nochmal? Wie heißt es? Ach ja. Vielleicht kriegen wir ja Geld wegen, sie wissen schon, du weißt schon. Ja, dann rufen wir einfach mal, dann. Hallo? Ja, sind Sie von, Ich bin der Notar, du bist jetzt ruhig. Du hast Kohle gewonnen, geerbt. Du hast noch 5 Minuten, sie zu holen, dann ist sie weg. Mein Flug geht. Okay, können Sie Freundschaft mit 2 Idioten? Zack, zack. Okay, ich lege schnell auf. Ciao. Bitte schön. Wo ist denn das Geld? Ich sehe es nicht. Haben wir es überhaupt noch geschafft? Grazer, mein Flieger geht in 2 Minuten. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Ja, okay. Ich sag mal nichts mehr dazu. Wie viel ist das? Geben Sie mir das Geld. 20.000. Ich dachte immer 50.000. Ich brauche ja was. Urlaub ist teuer. Oh, warte. Ich glaube, meine Tante, die wollte doch auch immer, dass ich 30.000 von ihr noch erbe. Oh, 50.000. Ja, danke schön. Warte, ich knall sie nur kurz ab. Der ist wohl tot. Berauben wir ihn nur kurz. Bruder. Ach ja, ja. Ah ja, der hatte nochmal 30.000 Euro. Jetzt haben wir auch wieder 50.000. Wir haben jetzt die Kohle und ich würde sagen, ich rufe mal bei der Auto und bei den Leuten an die Autos und sie wissen schon, dass, wie heißt das nun? Ach ja, genau, unser Kinderzimmer verkaufen. Ja, hallo, bin ich hier richtig bei der Auto- und Möbelverkaufsstation? Ah ja! Sind Sie schwul? Ich leg gleich auf! Alter! Okay! Ja, okay, dann muss ich ein bisschen härter mit Ihnen reden, glaub. Wartet Sie kurz, ich verstehe mich kurz. Ja, ich möchte gerne, aber sofort ein paar Möbel! Die Kinderzimmermöbel, die wollten wir aber schon letzte Woche! Und ein Auto, das darf aber nicht mehr als 20.000 Euro kosten. Geh es klar! Sonst verknall ich sich in ihren Mann und knall deinen Mann dann schließlich ab. Wir haben noch so ein altes Schrott.
Kaffee im Kofferraum vom Bus. Den können Sie haben. Nein, den Schrott nehmen wir nicht. Geben Sie uns sofort den Cabrio und wir hauen hier ab oder ich knall Sie gleich ab. Okay. Okay. Dann aber sofort vor meiner Haustür. Okay. Okay, Schatz. Wir haben ein neues Auto und Cabrio und deine Kinderzimmermöbel dürften am 23. kommen. Am 23. September. Und unser Auto steht vor unserer Tür. Ja, ein neues Auto. Und wir kaufen jetzt, also wir rufen nochmal kurz bei der, wie heißt es nochmal? Ach ja, wir wollen ja eine Firma, bei der Firma Konzession an. Hallo, ich bin's mal wieder und die 25. Gratis, alles gratis, gratis und billig, alles gratis. Okay, es ist alles gratis. Gratis. Singt bei Ihnen jemand? Billig, alles billig, billig, gratis, billig, billig, heute nur 30.000. Okay, sie sind echt verrückt geworden, aber ja, wenn es so gratis ist, dann möchten wir gerne die Firma für 25.000 Euro. Plus 5%. Genau, die 5% kriegen Sie per Post. Ja, also... Monatlich schwarz. Okay, schwarzes Geld möchten Sie? Das können wir machen. Ich mal einfach ein Stück Papier an und dann fertig. Okay. Ja, Leute, von heute! Das war mal wieder der Schluss und zum Schluss gibt's mal wieder einen kleinen Witz. Wenn der Furz auf die Ecke kommt, die Nase freudig niederkommt.